Und geht es hier auch schon los. Vali Semerenko und Sergei Semenov also hier auf Rang 1. Dort, wo im vergangenen Jahr Laura Dahlmeier und Florian Graf gestanden haben. Im letzten Jahr hatten sich die beiden ja gegen Pidruschina, der Semlia, durchgesetzt, Sven. Und jetzt haben sie es quasi umgedreht, die beiden. Ja, ich gönne auch, dass der Ukraine, und sie ist auch eine Nation, die auch wieder mal einen Sieg verdient hat oder auch gute Platzierungen verdient hat. Schön für die Ukraine. Genau, da gibt es noch ein Handshake von dem Maskottchen hier auf Schalke. So, und jetzt die Zweitplatzierten kommen gleich ins Bild. Franziska Hildebrand und Erik Lesser. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum zweiten Platz. So, also, das ist doch ein schönes Bild, dass die beiden dort oben auf Platz 2 stehen. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende unserer Sendung, liebe Zuschauer, wenn ich das aus der Regie gerade richtig verstanden habe. Es ist relativ laut hier, wollen aber nochmal die Dritten, Garanichev und Romanova aus Russland natürlich würdigen, die hier den dritten Platz hier sich gesichert haben und auch hier von den Fans gefeiert werden. Also, das die drei Top-Teams, Platz 1, 2 und 3.